Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Wahl sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Aloy. Wie raffiniert von dir, Wahl und Erend in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Was weißt du alles über Demeter? Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Und sobald ich Demeter zurückbringe, wird die Plage dort draußen besser werden? Zur dauerhaften Wiederherstellung sind Hephaestus Fähigkeiten nötig. Doch kann ich vielleicht die regionalen Bedingungen für eine Weile verbessern. Aber sei gewarnt. Wie bei Aether und Poseidon war Demeters Antwort auf meine Frage sehr ungewöhnlich. Allein und verängstigt kann Demeter Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Okay, ich werde aufpassen. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Eluthia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgend möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Vielleicht kannst du Eluthia ja an den SOS-Koordinaten finden. Artemis und Apollo bleiben jedoch weiter verschwunden. Und Poseidon, was wissen wir über ihn? Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Sobald ich ihn wieder habe, kann ich vielleicht die Bedingungen im Einzugsgebiet verbessern. Aber sei gewarnt. Wie die anderen ist Poseidon verloren und verängstigt und könnte Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Ich pass auf. Du hast gesagt, dass die Superstürme abgenommen haben. Ist das die Arbeit von Aether? Ja. Dank der Fähigkeiten von Aether sollte die Wetterlage in der Umgebung erst einmal stabilisiert werden können. Sehr beruhigend. Es wäre schön, wenn ich mich nicht mehr durch Stürme kämpfen müsste. Ich werde die Atmosphäre weiter stabilisieren, solange es mir möglich ist. Wieso hat sich Aether in einem antiken Kriegsmuseum niedergelassen? Wie die anderen Unterfunktionen musste sich Aether auf einem Prozessor mit adäquatem Speicher und Leistung installieren. Der im Museum scheint ausgereicht zu haben, da die holographischen Displays immer noch aktiv waren. Also war Aether sicher, so lange bleiben zu können wie nötig. Korrekt. Obwohl es seltsam ist, dass Aether einen Ort inmitten von uralten Flugzeugwracks wählte. Vielleicht fühlte es sich heimisch an.
Wie geht es Kotallo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt, obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Wirklich? Das wird er sicher sein. Und wie läuft es hier so? Zoe hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch sind Zoe und ich optimistisch, einen alternativen Weg zu finden, sie zu heilen. Gut, bleib dran. Raoul und Zoe scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der alten Weltdaten entdeckte Zoe Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Ihr gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der Utaru und sie ermutigte Val, diesen Lebensstil auszuprobieren. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Und wie kommt Erend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Osseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierat zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Gaia? Wie war Elisabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin. Ja. Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Nur sie konnte das. Danke, Gaia. Also, Projekt Zero Dawn. Die größten Geister der Welt arbeiteten am Bau des Terraforming-Systems, während die Pharaoh-Plage den Planeten verschlang. Wie sah das aus? Das Personal arbeitete in Schichten, rund um die Uhr. Rohstoffe und Technologie aus der ganzen Welt wurden beschafft. Einen Monat nach Konzeption des Projekts wurde ich gestartet und begann meine Ausbildung. Elisabeth ermutigte mich, Zeit mit dem Rest des Zero Dawn-Personals zu verbringen. Sie sagte, es sei wichtig, viele Persönlichkeiten und Perspektiven kennenzulernen, um meine emotionale Entwicklung zu fördern. Wie waren Sie denn? Verängstigt. Hoffnungsvoll. Entschlossen. Sie rasten auf technische Errungenschaften zu, die alles Bisherige in den Schatten stellen sollten. Ich verdanke alles Ihrer Entschlossenheit. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand. War es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet. Ich entdeckte dort noch eine KI, ohne Verbindung zu Zero Dawn. Cyan.
Sie sollte Operationen für ein Vulkanstabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten 1000 Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Pharaoh-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar, denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Der Prozessor Aether wurde auf einem Teil eines alten Kriegsmuseums installiert. In Gedanken an etwas, das Heißzonenkrise genannt wurde. Weißt du irgendetwas darüber? Mein Wissen über historische Ereignisse ging leider mit der Apollo-Datenbank verloren. Die Klimadaten weisen auf einen Peak bei den regionalen Temperaturen in den 2030ern hin. Derartige Bedingungen führen zu extremer Trockenheit, einer Zunahme an Staubstürmen und dem Verlust bewohnbarer Landmasse. Aber mitten in einer Wüste baut man doch kein Museum. Also schätze ich, es wurde irgendwann besser. Ja. Den Daten zufolge normalisierten sich die Temperaturen in der Rückforderungsära der 2040er wieder. Auf dem Bollwerk war ein antiker Panzer begraben, unter einem Haufen Felsbrocken. Wie ist er dorthin gekommen? Während der Pharaoh-Plage griff das US-Militär wieder auf menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Tal gegen die Pharaoh-Maschinen, bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. War sicher ein toller Anblick. Es könnte noch möglich sein, einige zu sehen, wenn du die Kameras findest und an die Konsole dieses Raums anschließt. Ich werde danach schauen. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. Aloy, ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Sos Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. 3 knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. Mm-mm.
War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Das zu fassen. Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Sehne. Nun, es gibt offenbar noch mehr Sehnen jetzt, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben Sie die Gegend beobachtet? Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Hm.
Sieh dich um. Ich warte hier. Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osseram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel? Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay. Wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja. Aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Das
war ein Far-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Die Luthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Genesekammern. So wie die in der Zero Dawn Ursprungsanlage. Wozu dienten sie? Ich hab doch gesagt, ich wurde gemacht, nicht geboren. Damit geht das. Eine Maschine, die Menschen macht. Das ist unglaublich. Ja. Der Raum wird immer größer. Je weiter wir uns umsehen. Hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Das verstaue ich für später. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, die Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus.